Einen wunderschönen, meine Damen und Herren, liebe Liebende, mein Name ist Urs Wieghoff, ich bin der Mediurs. Von euch ein gewünschtes Thema war, dass ich mich mal zum Thema Gegenstände, örtliches Sinnen und Gebräuche zur aktiven Wiedererwärmung unseres Patienten erzähle. Und zwar hat es den ganz einfachen Hintergrund: Todesursache Nummer 2 bei traumatischen Ereignissen aller Art ist die Unterkühlung, die sogenannte Hypothermie. Was du alles so sonst normalerweise aus der Ersten Hilfe kennst zum Thema Hypothermie-Prophylaxe oder wie wir es verhindern, dass ein Patient irgendwie Farbe, Temperatur und Haptik eines Fischstäbchens, eines Angetauten kriegt. Da ist die Rettungsdecke, in unserem Fall ist es unsere Lieblingstraumadecke, die packe ich unten mal in die Videobeschreibung, das Video kriegt ihr hier mal. Und genau dabei kam halt die Frage auf, was es denn so an Mittelchen und Wegen gibt, wie man einen Patienten tatsächlich nach Möglichkeit richtig und aktiv wieder erwärmen kann. Und da gibt es verschiedene und ich habe mal 3 Stück mir rausgesucht. Und das eine, was der eine oder andere kennt als Handwärmer, das sind diese wiederverwendbaren mit diesem Metallplättchen drin. Das Metallplättchen wird einmal geknickt und das gute Stück macht dann Temperatur. Und in Temperatur machen wir dieses Gerät, packen wir dieses Gerät, diese wiederverwendbaren bei unserem Patienten entweder in die Leiste oder in die Achselhöhle, da sehr, sehr gut durchblutet. Wenn wir jetzt irgendwie mit Rucksacktour unterwegs sind in Anykind und ihr was ganz besonders Gutes machen wollt, gerade für den Fall, dass jemand auskühlt und das geht sehr, sehr schnell, das sind die Dinger hier, die werden auf Höhe der Nieren platziert. Das ist ein Rückenwärmer und der kommt auf die letzte Kleidungsschicht bevor Haut. Auf Höhe der Nieren, T-Shirt, Unterhemd, what the heckin' auch ever. Reagiert mit Umgebungssauerstoff und macht bis zu 12 Stunden, wie wir da auf diesem Foto zu erkennen können, relativ fluffig und kuschelig warm. Und das habe ich auch schon ausprobiert und das geht ganz her und hervorragend. Gerade wenn man sich in Notfall Schlaf- und Biwaksack oder irgendwas in der Art eindreht, das geht schlimmer. Das geht also auch bis minus 4 Grad Außentemperatur und dann halt in Überlebensbratschlauch, hätte ich bald gesagt. Ihr wisst, was ich meine, aber es funktioniert wirklich und es funktioniert wirklich hervorragend. Reagiert mit Umgebungssauerstoff, also den lustigen 21% Sauerstoff, die sich so in unserer Gegend befinden, in unserer Umgebung. Und ein weiterer Gegenstand, kurz vorweg, warum die Nieren? Warum reite ich so auf die Nieren rum? Das ist relativ einfach und das werden die wenigsten wissen. Die Nieren sind die am meisten und am stärksten durchbluteten Organe, die wir haben. Das ist nicht das Herz, April, das macht nur Badabum und pumpt. Und ist, wenn wir das mal nüchtern und bei Licht betrachten, technisch gesehen ein Einzylinder-Viertakt mit den verschiedenen Stufen ansaugen, verdichten, zünden, austreiben. Das ist quasi Herzlein in technisch einfach runtergebrochen und durch die Nieren wird das Blut gleich mehrfach durchgespült. Das packe ich unten in die Videobeschreibung, wie das richtig rum funktioniert für diejenigen, die nerdig genug sind. Und auch das funktioniert ganz Herr und Frau hervorragend. Der Haken an der Sache bei den Dingern mit Umgebungssauerstoff ist, dass die halt auch darauf reagieren, wenn jemand medizinischen Sauerstoff kriegt. Denn in dem Moment, wo jemand nach traumatischen Ereignissen aller Art medizinischen Sauerstoff kriegt, und das ist nicht die Frage ob, sondern die Frage ist wann, und dann ist es halt ähnlich wie beim Metzger des Vertrauens, darf vielleicht ein Schluck mehr sein. Ja, solange der Patient ansprechbar ist und selber atmet, wird er das über eine Maske und bummelig bis zu 15 Liter pro Minute kriegen, das ist schon eine ganze Menge. Und das letzte Device, was wir hier dabei haben, das ist dieses ehrenwerte Gerät. Ready Heat 6-Panel Heated Blanket. Das ist im Grunde das hier in 6-mal, in wesentlich dicker, aber mit demselben Wirkprinzip.
Und da haben wir ein klitzekleines Problem. Diese Ready Heat Decken sind in vielen Rettungsdiensten rausgeflogen. Jetzt gut aufpassen, weil sie mit dem Umgebungssauerstoff ein klein wenig zu gut funktioniert haben. Und zwar haben wir im Rettungsmittel, ganz egal ob Krankentransportwagen, Rettungswagen oder im Schraubenhuber, da haben wir das Problem, dass wir eine sauerstoffübersättigte Atmosphäre haben. Wir haben gerade gesagt, diese Rückenwärmer und auch die Panels funktionieren mit 21% Umgebungssauerstoff. So, mit sauerstoffübersättigter Atmosphäre heißt, dass wir irgendwo so zwischen 50 und 100% reinen Sauerstoff um uns herum haben, was nicht ganz ungefährlich per se ist, da Sauerstoff sehr, sehr gern mal sehr, sehr schnell mit irgendwem oder was reagiert. Und das Problem hierbei ist, dass diese Panels in dem Fall eine wilde Fiesta mit dem Sauerstoff feiern. Und dann machen sie nicht wie sonst üblich bis maximal 50 Grad, sondern dann machen die auch mal 75 Grad oder im Extremfall auch mehr. Und die machen auf menschlicher Haut dann durchaus auch mal Verbrennung. Es ist genau der Grund, warum die zum Beispiel im District British Columbia aus dem Rettungsdienst und aus der Rettungs- und Katastrophenmedizin vollständig rausgeflogen sind. Da hat es tatsächlich Patienten auf dem Ding gegrillt. Was ein nächster ganz großer Fehler ist, der aber auch gern von Profis gern mal falsch gemacht wird, da meinen sogenannte Profis es gut und legen einen Patienten auf dieses Teil. Dieser Patient ist intubiert und beatmet, Intensivpatient. Und es kommt zum Transport über mehrere Stunden und auch dann ist unser Patient logischerweise irgendwann gar. Und das ist, wie gesagt, der Grund, warum die in weiten Teilen inzwischen aus dem Rettungsdienst rausgeflogen sind. Diese Teile, die mit Umgebungssauerstoff funktionieren, machen bummelig 50 Grad, deswegen auf jeden Fall nicht direkt auf die Haut, denn auch das kann tierisch nach hinten losgehen. Bei dem hier kann das zum einen von der Wärme her ein Problem werden, zum anderen aber auch von dem Klebstoff. Das Ganze wird nämlich mit einem Klebstoff, mit einer Art Tape-Kleber auf die letzte Kleidungsschicht geklebt. Und dieser Klebstoff direkt auf der Haut, da wir hier nicht unbedingt von Lifeguard Combat Tape sprechen als entsprechendes Verbindungsmittel, sondern als normalen, regulären Klebstoff in any kind, den du auch in Panzertape oder so hast, wenn der direkt auf die Haut kommt, kann das eventuell auch massive allergische Reaktion bis zur chemischen Verbrennung zweiten und dritten Grades führen. Ich hoffe, ich habe zu diesem Thema ein klitzekleines bisschen Licht ins Dunkel bringen können, meine Damen und Herren. Mir war es auf jeden Fall wie immer ein inneres Blümchenpflücken. Passt auf euch auf, macht keinen Blödsinn. Bis zum nächsten Mal. Showtime, folks.